Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstagabend. Vorhin war meine Mama zu Besuch hier. Man sieht es, Mama hat ein bisschen die Haare geschnitten. Hat sie ganz gut gemacht, finde ich. Endlich ein bisschen kürzer. Ja, ich bin seit gestern Abend zu Hause. Gestern Mittag wurde ich entlassen. Dirk hat mich abgeholt. Habe ich euch alles gestern schon erzählt und auch ein bisschen gezeigt, was wir eingekauft haben. Aber ich habe euch ja versprochen zu erzählen, wie es mir geht und was denn jetzt genau los war. Ja, wie geht's mir? Mir geht's besser. Ich bin natürlich platt wie sonst was gerade, weil nur liegen zu Hause ist natürlich nicht drin. Ich habe heute lange geschlafen, gut geschlafen, endlich in meinem eigenen Bett. Und habe ausgeschlafen und dann ein bisschen noch im Bett gelegen. Die Kinder waren da, wir haben richtig ausgiebig gekuschelt und so. Ja, auch mit großen Kindern geht Kuscheln sehr gut. Auch wenn dann kein Platz mehr im Bett ist. Ja, ich bin noch ziemlich schwach, habe natürlich auch immer noch Schmerzen. Die werden auch nicht so schnell weggehen, aber meine Werte sind gut. Mama war da, sie ist Krankenschwester, sie versteht ein bisschen was davon, hat sich den vorläufigen Bericht angeguckt. So, die Werte sind gut, hat der Arzt auch gesagt, klar. Aber Mama hat da auch ein Auge drauf geworfen. Und ja, was war denn los? Also der letzte Stand war ja letzte Woche Dienstag, habe ich euch ja erzählt. Mein Arzt hat angerufen, die Entzündungswerte sind sehr hoch und ich hatte am Mittwoch einen Termin. Fangen wir jetzt da an. Leicht aus der Puste. War ich hin zu meinem Arzt. Ich sag mal, Doc 1, ne, nenne ich ihn mal so, ist mein richtiger Hausarzt, eingetragen bei der Krankenkasse und so. Zu dem gehe ich eigentlich immer. Außer er hat gerade keinen Termin frei oder ist im Urlaub oder so, ne? Wie das vorletzte Woche war. Da war ich bei einem anderen Arzt, wisst ihr, Erkältung. Wir haben erstmal gedacht, tatsächlich Erkältung, ein bisschen Muskelkater, aber eben Erkältung wegen Fieber. Leicht Husten und Halsschmerzen, roter Hals und so. Und der Arzt hat gesagt, Bettruhe, viel trinken, Tee, Wasser und so weiter. Habe ich alles gemacht. Und es wurde nicht besser. Zum Wochenende wurde es sogar noch schlimmer. Montag wurde ich angerufen, die Corona ist negativ, der Test. Aber mir ging halt schlecht. Der Arzt hat dann nochmal angerufen und meinte, ja, machen wir Bluttest. Ne, habe ich euch ja erzählt. Ja, dann war ich bei meinem richtigen Arzt, komme da rein und sage, ja, die Bauchspeicheldrüsenwerte sind gut, also muss ich nicht ins Krankenhaus. Ne? Also guck jetzt, was los ist. Antibiotika, wie auch immer. Und der guckte mich so an, nö. Sieht fast so aus, dass du doch ins Krankenhaus musst. Ich sage, nein, guck es mal genau, untersuch mich und so, ne. Hat er abgetastet, die Blutwerte hoch und runter 10-mal sich angeguckt und sagt, nein, es sieht so aus, was die Ärztinnen gesagt haben in Hamburg, Bauchschmerzen, Fieber, sofort ins Krankenhaus. Dann guckte ein anderer Arzt rein, kenne ich auch schon sehr lange, Doc 2, sage ich, ne. Und mein Arzt, Doc 1, ey, du bist Arzt. Ja, ich bin Arzt. Ja, dich brauche ich. Komm rein. Ich kam rein. Mein Arzt hat ihm nochmal gezeigt, hier, so sieht's aus. Ne? Kennst du, was mache ich jetzt? Oder was machen wir jetzt? Der zweite Arzt dann auch wieder einweisen. Krankenhaus. Sofort. Ich sage, nein, guck doch, vielleicht ist das was anderes. Ich habe nicht die gleichen Schmerzen, wie ich sonst immer habe, wenn ich was mit der Bauchspeicheldrüse habe. Das kann es nicht sein. Vor allem Fieber habe ich noch nie damit dabei gehabt. 3,5 Jahre bin ich schon krank, noch nicht einmal Fieber dabei gehabt. Dann dachte ich, okay, da hat er in Hamburg angerufen, mein Arzt, dann lief gerade ein anderer Arzt noch rein ins Zimmer und der hat mich dann mitgenommen, weil nicht jeder Hausarzt kann ja richtig so Ultraschall und vor allem spezifisch, ne? Und dieser Arzt kann das, hat Ultraschall gemacht, der hat wirklich lange sich Zeit genommen, hat alles sich angeguckt und hat versucht zu finden, wie ich sagte, such irgendwas, was ich zu Hause behandeln kann. Am Ende der Geschichte war das dann so, tut mir leid, alles andere ist okay, ich sehe diese Zysten auf der Bauchspeicheldrüse und ich kann aber jetzt nicht sehen, was damit los ist, ob da jetzt irgendwo was ist. Das Ende vom Lied, ab ins Krankenhaus. Und zwar am besten sofort zu deinen Ärztinnen, die dich so halt behandeln, die Spezialisten, nach Hamburg. Habe dann auch Taxischein bekommen, also diesen Beförderungsschein, Krankenwagen, also eben, wie heißt es, Krankentransport. Doof war nur, dass da angefangen hat hier Schneesturm.
richtiger Schneesturm. Du hast wirklich 2 Meter vor dir kaum noch was gesehen. Ich habe alle möglichen Firmen hier abtelefoniert. Kein Wagen verfügbar, keiner kann mich fahren. Also musste mich Dirk fahren. Der Arzt hat ja da angerufen in Hamburg. Ich musste erstmal in die Notaufnahme. Da habe ich dann auch die Nacht, also fast, ich denke mal so 18 Stunden ungefähr insgesamt verbracht. Wurde gleich, das hat gar nicht so lange gedauert, schnell untersucht, Blut abgenommen und so weiter. Und dann auch aufs Zimmer in der Notaufnahme gebracht, weil ich wegen dem Fieber isoliert werden musste. Corona-Test wurde wieder gemacht und so weiter. Mir ging es richtig dreckig. Ich habe Schmerzen gehabt, eben wieder Schüttelfrost. Fieber war wieder gestiegen. Die haben mir dann als erstes erstmal Paracetamol angehängt. Ich habe seit zig Jahren kein Paracetamol mehr gehabt. Und zum CT gebracht. Und dann gleich kurz nach dem CT, wahrscheinlich waren die ersten Auswertungen schon da, wurde Antibiotika angehängt und noch mehr Schmerzmittel und so, Urin abgenommen und weiß der Kuckuck. Irgendwie, ja, zum Schlafen habe ich dann auch was Schmerzmittel gekriegt. Ich konnte aber nicht schlafen. Viel zu laut, viel zu hell. Die erste Nacht war nicht so schön. Und durfte auch nichts essen, nichts trinken, weil sie nicht wussten, was die jetzt machen. Eventuell am nächsten Tag doch Endosono irgendwelche oder andere Untersuchungen, wofür ich halt nüchtern bleiben musste. Alles nicht so schlimm. Ist egal. Dann kam morgens ein Arzt und meinte, ja, eine der Zysten, also ich habe nichts mit, direkt mit der Bauchspeicheldrüse, also wie gesagt, andere Schmerzen, anderes so alles gehabt. Eine der Zysten auf der Bauchspeicheldrüse hat sich infiziert. Und dadurch kam das hohe Fieber. Und dazu, was ich mich dann auch, war irgendwie auch fast schon denkbar, Nieren. Eine der Nieren, vor allem links, ist auch, hat auf dem CT halt diesen Kontrastmittel angenommen. Und was das bedeutet, dass sie nicht in Ordnung ist, dass entzündet ist. Ne? Habe ich ja auch tatsächlich links ganz stark unterer Rücken und Bauch hier unten, ne, Schmerzen gehabt, die ganze Zeit ja eigentlich schon. Ja, ich wurde dann irgendwann mal aufs Zimmer gebracht, da wurde noch mehr Blut abgenommen und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied war Antibiotika, starke Antibiotika durch die Vene und ja, das war halt los. Ich habe bis Sonntag noch einschließlich Fieber gehabt, andauernd, immer wieder mal. Habe dann auch starke Medikamente bekommen, auch gegen die Schmerzen und so. Und da lag ich halt in Hamburg, in UKE, Uniklinikum Eppendorf, im Krankenhaus. Das war eben gewesen. Entzündete Zyste. Warum? Die Zysten, das kann man nie sagen, die Zysten, die haben ja eigentlich Eigenleben. Egal, die Frauen, die kennen das, ne? Die Zysten in den Eierstöcken, die macht man meistens nicht weg, weil die ja, die hat fast jede. Ich habe auch welche. 2 Stück auf jeder Seite. 1, ziemlich groß, aber solange sie nicht stören und sich nicht vergrößern oder sonst was entzünden, braucht man da jetzt nicht groß was zu machen. Und das ist das auch mit den Bauchspeicheldrüsenzysten. Aber die können halt auch einbluten. Und wenn eine Zyste vor allem da einblutet, kann sie sich infizieren, entzünden. Und das hat meine leider gemacht. Ich hatte eine entzündete Zyste und halt eine Nierenentzündung. Woher die Nierenentzündung? Ich hatte ja Anfang Januar Blasenentzündung gehabt, Antibiotika bekommen, aber das Antibiotika war wohl schwach. Ich habe keine Ahnung, was das für eins war. Ich habe das bis zum Ende genommen, wie es verordnet war und so. Mir ging es ja auch besser, aber die Entzündung, die hat sich wohl weiter irgendwie auf die Nieren geschlagen. Rechts war nicht ganz so schlimm, wie links war das halt schlimmer. Und deswegen musste ich ins Krankenhaus. Und das war auch natürlich gut so, weil die Ärzte in Hamburg, die wissen dann, was, ne, was gemacht werden muss. Und meine Ärztinnen, die sonst in der Ambulanz für mich zuständig sind, die wissen ja, ich muss alle paar Monate nach Hamburg, nächste Woche muss ich wieder hin. Eben kontrollieren, wie das gerade so aussieht und so. Ich hatte ja in Januar MRT gehabt, auch da. Das hat dann gepasst, die konnten vergleichen ein bisschen und gucken, was los ist. Auch Bluttest wurde gemacht da und so. Auf jeden Fall, meine Werte waren ganz schlecht, Entzündungswerte waren sehr hoch. Und ich musste da jetzt eine Woche bleiben, was, ja,
wirklich auch notwendig war. Und ich denke, das war wirklich gut so, dass ich nach Hamburg gegangen bin. Der Weg dahin war natürlich nicht so einfach, vor allem hier bei uns im Landkreis war Schneesturm. Lüneburg wiederum kamen wir hin unterwegs, ne, nach Hamburg, nichts, auf einmal nichts. Und Richtung Hamburg immer weniger an den Seiten irgendwo zu sehen, dass Schnee gewesen wäre vielleicht oder so, trockene Straße, also alles easy. Wir haben zwar fast 2 Stunden gebraucht, eben dadurch, dass wir hier im Landkreis bei uns fahren mussten. Da sind wir echt 50 die ganze Zeit gefahren. Schneller ging es einfach nicht wegen der Straßenverhältnisse und Schnee und Sturm und so. Ja, so sieht's aus. Und in Hamburg wurde dann wirklich Antibiotika getropft, Blut regelmäßig kontrolliert, Schmerzmittel gegeben, Magnesium habe ich gekriegt, eben wegen Fieberschmerzen, aber auch so, ich habe ja nachgefragt, gesagt, die Schmerzen auf den, im Bauchraum, da ist Magnesium auch gut gegen, hilft mit. Ja, und so lag ich da halt eine Woche alleine natürlich. Ich meine, es durfte mich keiner besuchen, keiner irgendwie, und vor allem, ich hätte machen können, dass ich runterkomme. Ich bin ja am 3. Tag wirklich auch schon durch die Gegend gelaufen. Die schöne Uhr hat mich immer daran erinnert, du liegst jetzt oder sitzt zu lange, beweg dich mal. Ne? Und ich habe, wie immer, ihr kennt mich ja, ich kann nicht ruhig liegen. Und vor allem, ich weiß, wenn ich jetzt länger liegen bleibe, ich habe ja schon zu Hause gelegen so viel, werde ich deutlich länger brauchen, um fit zu werden. Also bin ich immer wieder aufgestanden, habe da um den Pudding runden gedreht, bin auch runtergegangen und auch ein bisschen draußen mich bewegt an der frischen Luft, hier ein bisschen so ein paar Schritte. Viel konnte ich nicht, so 5 Minuten und dann musste ich auch wieder ins Bett und so. Aber das war tatsächlich notwendig, mal was anderes diesmal. Ne? Ich lag jetzt wegen was anderem da. Hat mich sehr erschreckt, vor allem eben dieses Fieber, weil ich habe ja nie Fieber, ihr wisst ja, habe ich ja erzählt, wenn ich krank bin, wie jetzt gerade. Ich bin krank, immer noch, mir geht es nicht gut, meine Temperatur geht aber runter. Ich habe heute 35,3 die ganze Zeit und wenn ich über 37,3 habe, so, dann ist wirklich was Schlimmes im Gange. Und ich hatte tatsächlich fast 39 teilweise, da ging es mir richtig dreckig, habt ihr ja auch gesehen. In den Videos davor. Ja, ich muss viel trinken. Weiterhin nehme jetzt Schmerzmittel und ansonsten kann man nichts machen. Es wurde dieses Endosono ja erstmal angedacht, aber wurde nicht gemacht, weil das man nicht auf entzündeten Organen halt macht. Die wollen Endosono, das ist das Ultraschall von innen, mit Punktion machen. Die wollen dann die Bauchspeicheldrüse und die Zysten punktieren und Proben entnehmen und dann gucken. Aber das machen sie, wenn die Entzündung ein bisschen abgeklungen ist. Die ist ja jetzt, die Blutwerte sind okay, aber es ist ja noch nicht alles komplett weg trotzdem. Ne? Und deswegen gehe ich jetzt Dienstag. Dirk hat gerade gesagt, er hat sich da freigenommen, kann mich fahren. Nach Hamburg wieder zu meinen Ärztinnen und werde da nochmal untersucht, geguckt und dann wird weiter geplant. Sonst wurde nicht viel gemacht, kann man auch nicht in dem Fall machen, außer eben diese Hammer-Antibiotika zu geben, 3-mal am Tag durch die Vene, aber ich bin begeistert, also die haben, ich sehe nicht wie Nadelkissen aus, weil das haben die richtig gut gemacht. Also das ist so super. Und meine Ärztinnen, die in den Ambulanz immer für mich zuständig sind, die eine Ärztin und auch die Chefärztin, die haben die ganze Zeit vom ersten Abend, wo ich da gelandet bin, hat mein Arzt, ich habe ja erwähnt, ich bin hier in Behandlung, in Ambulanz bei der und der Ärztin, und hat die sofort verständigt und die haben wirklich die ganze Zeit von Anfang bis zum Schluss immer Auge auf mich gehabt, jeden Tag sich mit den Ärzten auf der Station besprochen, wie es aussieht, was noch gemacht werden kann oder so. Und dann an einem Tag, Montag glaube ich, abends zum Abendessen, schon kurz vor 6, kam tatsächlich eine der Ärztinnen hoch zu mir, obwohl sie ja nicht auf der Station ist, hat mich besucht, hat sich mit richtig Zeit genommen, sich mit mir unterhalten, mir erzählt, erklärt, was denn jetzt so eben los ist und was man machen wird noch demnächst, wie es aussieht und so. Die haben wirklich die ganze Zeit mich super betreut. Ich habe mich sehr gut da
aufgehoben gefühlt. Und das Krankenhaus, also im Vergleich zu unserem, ich will ja jetzt nichts schlecht machen, aber Service, das Essen, das Ganze drumherum, das war super. Wenn nicht die Nadel im Arm und Schmerzen, hätte man sagen können, ich bin gerade irgendwo, keine Ahnung, zu Kur oder so. Das war richtig toll. Wenn ihr Interesse daran habt, was ich zu essen bekommen habe, ich habe das fotografiert natürlich, ich kann und auch beschriftet. Ich kann euch sonst so eine kleine Collage machen und beim nächsten Video irgendwie dranhängen. Aber das war wirklich, wir hatten da eine Karte mit leichter Vollkost. Was war das? Vegetarische Vollkost, normale Vollkost und nur leichte vegetarische Vollkost auch noch. Und aus dieser Karte, da sind ganz viele Gerichte, konntest du dir beim Frühstück aussuchen, was du mittags essen willst, und das hast du dann bekommen. Und ich durfte leichte Vollkost essen. Ich habe mich da nicht durch die ganze Karte von bei Vollkost durchgegrast, aber einiges davon halt eben mir bestellt. Und auch so Frühstück und alles, also das war richtig schön. Also ich habe mich gut gefühlt, da die Schwestern waren alle lieb, die Ärzte waren wirklich bemüht, die haben sich, ja, wirklich, die haben alles gemacht, was notwendig war. Und ja, da kann es einem wirklich schnell auch gut wieder besser gehen, sage ich mal so. Ja, das ist jetzt so in Kürze, was los war. Wie gesagt, ich bin noch lange nicht fit, aber ich bin überm Berg. Ich bin wieder zu Hause. Ich sehe natürlich nicht so, wie ich sonst immer aussehe. Ich bin immer noch blass, habe dunkle Ringe, aber es geht mir besser. So, das wollte ich euch kurz nur noch erzählen. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung so. Ich wünsche euch allen wirklich, bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir sehen uns bald wieder. Es wird zwar jetzt nicht so schnell hier so wieder meine Power-Videos geben mit Kochen, Putzen, wie auch immer. Aber ich gebe mir Mühe und nach wird es immer mehr. Ich fange mal langsam an. Und bald geht es mir dann wieder richtig gut, denke ich mal. Hoffe ich. Ja. Macht's gut, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.